Genau. So, ich habe mal die Agenda hier auch geteilt. Mal gucken, ob noch jemand andere Themen hat. Also, ich würde ganz kurz berichten von LernOS Convention, wie da der Planungsstand ist. Die ist ja im Anfang Juli. Da sind immer freitags auch die Orga-Treffen. Das heißt, da kann ich mal so ganz frühzeitig sozusagen berichten, was es da Neues gibt. Da gibt es dann nachher auch in dem Knowledge Jam Teil. Wir haben jetzt ja seit dem letzten Mal hinten dran immer noch mal zwei so Session-Slots. In der zweiten Runde habe ich gesagt, ich biete mal eine Session an für entweder Leitfaden-Maintainer oder Leute, die halt irgendwie im Kontext eines Leitfadens sich überlegen, was sie bei der Convention machen könnten, wollten, möchten, welche Wünsche es gibt, was es vor Ort vor Platz gibt. Also wer da Interesse hat, der kann dann da reinspringen. Da gehen wir aber nochmal drauf ein, auf die Sessions. Dann gibt es ein neues Einführungsvideo. Weiß nicht, hat vielleicht der eine oder andere schon gesehen. Das würde ich mal kurz zeigen und euch zeigen, wo ihr das findet. Ich habe so einen kleinen Input noch zu Webpräsentationen. Also wir haben jetzt so einen Weg entwickelt, dass wir nicht parallel immer noch PowerPoint-Präsentationen pflegen müssen, sondern dass die Webpräsentationen direkt in den Repos mitgepflegt werden und sich auch von dort die Grafiken ziehen können. Ne? Das heißt, wenn sich Canvas oder irgendwas ändert, ist es automatisch in der Präsentation auch aktualisiert. Und man hat nicht das Problem mit den Ständen, ne? Dass man ständig irgendwie jemanden PowerPoint oder PDF schickt und die kriegen dann gar nicht mit, wenn sich was ändert, sondern man schickt halt einen Link. Und wenn derjenige auf den Link klickt und es hat sich was geändert, hat er halt die neue Version, so ein bisschen wie so Evergreen bei Office 365. Das müsst ihr nicht machen, aber ich wollte euch mal zeigen, wie es geht, falls jemand Lust hat, sich da mit auseinanderzusetzen. Genau, dann haben wir heute als Gast den Dennis da. Grüß dich, Dennis. Du kannst es gut hören. Da gibt es eine Idee für einen neuen Lernpfad und oder Hallo. Leitfaden. Hi. Genau, und dann, das habt ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt, das hat sich von den Working Out Loud Guides, hat sich die Nutzungsbedingungen geändert und die alten Versionen sind jetzt auch ja, größtenteils auf der workingoutloud.com depubliziert. Also da kommt man über die Seite nicht mehr ran. Es gibt so ein paar Orte, wo man die trotzdem noch findet. Da würde ich kurz was dazu sagen. Vielleicht habt ihr meinen Blog auch schon gelesen. Ich hatte ursprünglich vor, auch eine Session dazu zu machen. Danach kam aber das Community Management Team und hat gesagt, sie machen da was sehr Spannendes zu Community Management. Das heißt, das würde ich auf den April Community Call verschieben. Na, da würde ich heute nur kurz ein bisschen was erzählen. Ihr könnt eure Sichten dazu packen und dann machen wir die Session dann beim nächsten Mal. Genau. Hat sonst noch jemand Themen, die wir da noch mit draufpacken müssen, sollten, könnten? Ich glaube, gefühlt werden wir heute auch gar nicht so lange brauchen. Das passt ja auch. Okay. Gut. Also, dann fangen wir mal an oben. Genau. LernOS Convention. Es müssten alle Leitfaden-Teams mittlerweile die Freitickets bekommen haben. Aber schon gesehen, haben sich auch schon viele angemeldet. Wir haben ja die, das kann ich mal gerade zeigen. Wir haben ja quasi drei Ticket-Kategorien. Wir sind ja erst im Juli, Anfang Juli, das heißt, wir sind in Hybrid, hopefully. Haben auch so ein bisschen im Orga-Team den Slogan Perfectly Hybrid. Also, ihr seht hier schon so Würfel mit Mikrofonen drin, die man hin und her werfen kann. Also, wir wollen so ein bisschen versuchen, diese auf Augenhöhe vor Ort-Teilnehmer und Online-Teilnehmer zu spielen. Das ist so der Anspruch dieses Jahr. Und es gibt, ihr könnt quasi mit den, jetzt, egal ob ihr so bucht oder halt mit den Freitickets von den Leitfaden-Teams, kann man hier entweder Vorteilnahme buchen, das ist dann inklusive Abendveranstaltung und Catering. Man kann eine Online-Teilnahme buchen mit Remote Catering. Das heißt, da kriegt ihr eine Woche vorher ein Päckchen geschickt, wo dann Abendverpflegung und so drin ist. Und man kann halt planen quasi, wenn man sagt, ich habe eh nur tagsüber Zeit und will nur an den Sessions oder den Vortragen teilnehmen, kann man eine Online-Teilnahme ohne Remote Catering buchen. Mich haben jetzt einige schon gefragt, wie das ist, wenn man irgendwie vor Ort gebucht hat und dann doch nicht kann oder dann online teilnehmen will. Da sind wir gerade dabei, uns zu überlegen, wie da so ein Umbuchen aussehen kann. Was wir ein bisschen vermeiden wollen, ist, dass wir dann irgendwie wegen 49 Euro irgendwie wieder Rückerstattungen machen müssen und so, weil das ist halt ein großer Administrationsaufwand. Also da überlegt man gerade, ob man dann, wenn jetzt einer sagt, er hat vor Ort und kann doch nicht und macht dann online. Ob man dem halt dann es gibt wieder einen Merch-Shop, also T-Shirts und Polos und so weiter, ob man sagen, dann such dir noch ein Shirt aus und wir legen das bei oder so, ne? Dass das so ein bisschen fürs Orga-Team kräftesparend ist.
Ja, weil das ist dieses Jahr doch, merkt man schon, Online-Event doch viel einfacher gewesen und Präsenz-Event etwas aufwendiger als online, aber Hybrid ist halt noch viel mehr zu bedenken. Ne? Sowohl jetzt vom Planerischen, wie kann man das machen, dass die Räume, dass die Experience von online und vor Ort irgendwie gleich ist, bis hin zu sagen, wir müssen halt bei der Location dort irgendwie 2G-Nachweise abliefern. Wir sind auf der Burg, ne? Habt ihr vielleicht, also weiß nicht, wer das noch nicht gesehen hat, hier ist unten ist so ein Location-Bild drin, ne? Also wir sind in Nürnberg auf der Burg, haben da zwei volle Etagen mit Kaisersaal. Und das heißt aber auch, wir sind quasi mitten im Touristen-Hotspot in der Innenstadt und müssen auch an sowas denken, dass wir an dem Eingang, wir haben einen eigenen Eingang, wo die Leute reinkommen, aber da müssen wir auch jemanden hinstellen, der Security macht, weil sonst ständig irgendwelche Touristen in der Location rumlaufen. Ne? Und das sind also Sachen, die wir halt bisher irgendwie nicht hatten. Und das merkt man schon, wir sind jetzt seit Januar schon dran im Orga-Team, das ist auch groß diesmal, sind 7 oder 8 Leute, also das kriegt man schon hin, aber wir wollen gucken, dass so wenig wie möglich unnötige Arbeit da zu tun ist. Genau, also da wird es jetzt bei jedem Community Call immer so ein kleines Update geben, falls sich da jemand interessiert. Ich werde zunächst mal bei uns im Wiki so einen Artikel schreiben, wie das Hybrid-Konzept ist. Da gibt es jetzt auch die Orga-Teams von Corporate Learning Camp und LernOS Convention. Wir sind da sehr eng beisammen, ne, weil der Corporate Learning Camp wird auch in Hamburg, in Walldorf und online parallel sein. Also auch da sind wir gerade am Ausfuchsen, wie man diese drei Sachen koppelt. Und da werden wir auch mal ein bisschen den Blog und der Wiki-Seite dokumentieren, was die Überlegungen waren, was wir verworfen haben, welche Technik wir nutzen, was an Support für Ort notwendig ist, was die Teilnehmerinnen mitbringen müssen und all sowas. Genau. Gibt es da noch, war da jemand noch Fragen oder Gedanken? Oder hebt die Hand und sagt, will im Orga-Team dabei sein? Kurzer Gedanke, diese Idee mit dem Merchandise für Leute, die dann doch nicht vor Ort sein können, finde ich eigentlich ziemlich charmant. Hat aber auch kurz die Idee, ob es nicht Sinn macht, die Preise zu harmonisieren. Das kannst du wahrscheinlich nicht machen, weil ja Online-Teilnahme schon auch günstiger ist. Du hast ja keine Verpflegung und so Geschichten. Aber Ja. andererseits wird es natürlich nochmal unterstreichen, dass es eigentlich eine gleichwertige Erfahrung ist und Ja. auf Augenhöhe stattfindet. Fand ich interessant, den Gedanken wollte ich zumindest nicht verschweigen. Ja, das notiere ich mir mal. Ja, jetzt ist natürlich, jetzt ist ein bisschen spät, weil wir haben, glaube ich, schon 38 Anmeldungen und das heißt, die müssten wir alle jetzt rückwirkend irgendwie anders wieder einkategorisieren oder was rückerstatten. Ne? Aber der Gedanke, sozusagen auch da die Augenhöhe herzustellen, ist eigentlich gar nicht doof. Ja, danke dir. Okay, sonst noch? Im Chat hatte ich jetzt nicht geguckt, aber da wird auch nichts. Nee. Gut, dann würde ich mal in Richtung des Einführungsvideos. Ich weiß nicht, hat das jemand schon gesehen? Oder haben es alle schon gesehen? Da muss ich nichts dazu sagen. Ja, sehe ich Kopfschütteln, genau. Ich nehme immer, wenn ich irgendwo so auf Konferenzen bin, das zum Anlass, um Sachen mal auf Vordermann zu bringen. Vorletzte Woche war das beim Münchner Kreis auf der Konferenz Digital Mindset. Und da habe ich so eine LernOS-Einführung gemacht. Und da gibt es dieses YouTube-Video, und das verlinke ich dann nachher auch noch im Chat. Da war so ein bisschen, mein Anspruch war, das auf TED-Länge zu bringen. Bei TED gibt es ja immer die Regel, maximal 18 Minuten. Ich habe es in 17:49 geschafft. Und das ist so der aktuelle Gedankenstand, selbstorganisiertes Lernen mit LernOS. Ich zeige euch gleich die Inhalte noch, weil das ist der nächste Agendapunkt mit diesen Webpräsentationen. Da ist der Gedanke, das jetzt auf die, weil wir immer wieder so Fragen kriegen, ne, was ist das eigentlich und wie ist das gemeint und was hat es mit den Sprints auf sich und warum brauche ich ein Canvas und was sind die Lernpfade, das ist da sozusagen alles rein verwurstet. Ne, und die Idee ist, auch wenn jetzt ihr Fragen kriegt von jemand mit diesem Fokus individueller Ebene, also das ist nicht Teamebene, nicht Organisationsebene, jemand sagt, wo soll ich denn da einsteigen, würde ich sagen, das ist im Moment die beste Ressource, die man da verschicken kann. Was nicht heißt, dass die noch viel besser werden kann. Also da kann man natürlich noch viel machen. Aber das ist so das, was ich im Moment immer weiterschicke. Also könnt ihr gerne mal angucken und gerne dann auch Feedback geben, was man da noch anders machen kann. Da kommen ja auch noch weitere Konferenzen, dann kann man das immer verbessern. Und was ich sozusagen damals zum Anlass genommen habe, ist diesen Ansatz, den Shift von PowerPoint hin in Richtung Web. Ich hatte es ja ein paar Mal schon gesagt, bei den Leitfäden, also ich finde irgendwie PDF schon nicht so cool. Klar kann man da einiges mitmachen, aber ich finde halt dieses Online First oder Web First als Prinzip wichtig. Das heißt auch,
jetzt bei den Sachen, die wir entwickeln für Produktionskette und so, haben wir eigentlich immer den Fokus auf der Webversion und nie auf den anderen Versionen. Das sind alles so, sagen wir in Anführungszeichen, nicht Abfallprodukte, man braucht die schon. Ne? Man wird immer auch gefragt, schick mir mal den Leitfaden als PDF oder es gibt jemand, der sagt, ich fahre in Urlaub und hätte es gerne auf dem Kindle. Aber im Hauptfokus haben wir eigentlich immer die Webversion und deswegen war es konsequent zu sagen, wir stellen auch die Präsentationen dahin um. Und das kann ich euch jetzt erstmal zeigen, wie das aussieht. Also die einzige, die von der Webseite verlinkt ist, ist diese hier, diese Einführungs-Webpräsentation. Wenn man da draufklickt, landet man quasi bei, sage ich euch gleich noch, was das technisch ist, bei einer Präsentation, die ich jetzt ich gehe im Browser einmal auf F, dann bin ich im Vollbild, ne, die ich quasi vorführen kann wie eine PowerPoint-Präsentation. Die kann ich durchklicken, die hat zum Teil animierte Folien. Die hat unten, wie ihr seht, da läuft so ein Balken durch. Ne? Das ist ein Fortschrittsbalken. Das heißt, der zeigt dann auch, wo man ist an. Moment, macht das nicht. Ah, der ist noch kleiner, den sieht man jetzt hier gar nicht. Und so kann ich quasi durch die Präsentation hier durchflippen. Ich habe hinten auch, Moment, ich gehe mal dahinter, da sieht man das als Feature. Also wenn es hier am Ende ist, ihr seht unten rechts so kleine Pfeile, links, rechts. Ne? Also wenn ich jetzt hier bin zum Beispiel, sehe ich, ich kann vor und zurück. Ein bisschen wie beim Musikplayer. Und hinten kann ich jetzt zum Beispiel auch nach unten. Ne? Da hatte ich jetzt für die Präsentation was eingebaut mit einem QR-Code, den kann man scannen, dann hat man meine Visitenkarte auf dem Rechner. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei einer Konferenz. Jemand kommt nach vorne und sagt, oh, ich würde gerne mal Kontakt aufnehmen, gib mir mal die Visitenkarte. Das hatte ich da eingeblendet. Na, ich kann, wenn ich auf Escape klicke, kriege ich quasi so eine Übersicht. Ne? Das ist ein bisschen wie die Foliensortierung in PowerPoint. Und dann, wenn ich jetzt eine Folie auswähle, wenn er sagt, ah, Folie 4, irgendwie war interessant, wieder auf Escape geklickt, dann lande ich halt bei der jeweiligen Folie, wo ich in der Übersicht war. Und es gibt noch so den Trick, Moment, muss ich mal hier ganz zurück. Wenn ich hier hinten dranhänge, Output gleich PDF, dann wird die Folie mit einem speziellen Stylesheet gerendert. Das ziehe ich mal, Moment, ich muss hier aus dem Vollbildmodus raus. Das habe ich nämlich vorhin mal gemacht und habe hier das als PDF abgespeichert. Ne? Also wenn jetzt einer sagt, ah, ich will es aber irgendwie meinem Vorstand zeigen und der kann nur PDF, sonst stirbt er oder ist unglücklich, dann kriege ich quasi darüber ein PDF, wo sogar die ganzen Animationen innen drin funktionieren. Ne? Also es sind halt einzelne Folien drin, dass ich das im Prinzip genauso anschauen kann wie online. Also der Weg in Richtung PDF ist offen, genauso wie wie in der Produktionskette. Technisch steckt da dahinter so ein Slide-Framework, das heißt Reveal.js, HTML-Presentation-Framework. Das ist quasi das technische Framework von Slides.com. Slides.com ist sowas ähnliches wie PowerPoint, aber für Web. Und die haben sozusagen dahinter quasi ihr JavaScript-Framework open sourced. Also das kann man für alles Mögliche nutzen. Na, und der Trick ist jetzt quasi, für die, die kein Leitfaden-Maintainer sind, die erschrecken jetzt vielleicht gleich. Für alle anderen ist es kein Ding. Ich gehe mal hier jetzt in den Leitfaden-Repo rein. Also ich habe jetzt hier quasi das Repository von der LernOS-Webseite, die läuft ja auch auf der Produktionskette. Ne, und was jetzt hier neu ist, ist quasi ein Verzeichnis, das heißt Slides. Und da liegt eine Markdown-Datei drin. Ne, da wird sozusagen über Markdown werden die Folien definiert. Ne, das heißt, ich habe hier, Moment, wo ist der? Hier, da braucht man einen Moment, bis der lädt. Ich habe hier quasi eine Markdown-Datei. Hier werden in Markdown quasi die Überschriften sind die einzelnen Folien. Ich kann da drin ganz normal Markdown verwenden. Wenn ich Folien ändern will, ändere ich das einfach hier. Und das Spannende ist, was man hier jetzt an den Links schon sieht, hoffentlich irgendwo. Da musste ich andere nehmen. Hier sieht man es zum Beispiel. Hier werden quasi die URLs von den Grafiken aus den Leitfäden verwendet. Das heißt, wenn sich irgendwo der Canvas ändert im Leitfaden, muss ich die Präsentation nicht aktualisieren, sondern die Präsentation zieht sich automatisch die aktuelle Version vom Canvas dann. Ne, also ich habe nicht so ein, ständig sind unterschiedliche Versionsstände irgendwo außenrum. Also ich würde sagen,
wer da mit Leitfäden schreiben und Markdown noch nie was gemacht hat, ist so ein bisschen Zeit, sich reinzufuchsen. Aber ich habe jetzt irgendwie gemerkt, dass das, um gerade diesen Folienstand immer konsistent zu halten, zu dem Leitfaden auch, ist das eine massive Arbeitsersparnis. Ne, weil ich so im Kopf habe, muss ich da im Text was ändern oder ändern sich nur Grafiken? Und wenn sich nur Grafiken ändern, muss ich quasi überhaupt nichts machen. Ne, und da ist jetzt nächste Woche noch, Moment, was habe ich da hingeschrieben, bereits verfügbar. Also diese Einführungspräsentation, die ist verlinkt. Und nächste Woche am Dienstag bin ich bei der Telekom bei dem Lex Learning from Experts. Da gibt es auch Wildcards. Also wer da von außen teilnehmen will, der kann mich ansprechen oder den Shaquille von der Telekom, der das macht. Dann kriegt er da ein Freiticket. Und da habe ich das für Podcasting gemacht. Das ist allerdings noch nicht so schön verlinkt. Ich verlinke es dann nachher noch im Protokoll. Im Moment kommt man so ran, dass man den Podcasting-Leitfaden aufmacht und dann in der URL statt de hier noch ein Slides dran hängt. Na, und dann ist quasi gleiche Prinzip, Vollbild. Und das sind jetzt die Podcasts. Ne? Da habe ich jetzt auch schon mal ein bisschen gespielt. Man kann GIFs einbinden, man kann Animationen einbinden. Die haben eine super coole Schnittstelle in Richtung, warte mal, weiß nicht, wer damit schon mal was gemacht hat, 3D.js. Das ist so ein komplettes Visualisierungsframework, halt 3D.js, das sah irgendwie anders aus, 3.js. Ah, die haben die Website umgestellt. Da kann man halt alle möglichen Visualisierungen, dynamische Grafiken, Globusse, die sich drehen, Pins, die da draufstehen. Also das ist ziemlich abgefahren, was da geht. Ne? Und da wäre ich jetzt so in den nächsten Monaten, also mein Ziel ist quasi für die LernOS-Convention so eine richtig rock'n'rollige Präsentation zu machen, wo man halt sofort sieht, dass das kein 0815 PowerPoint ist. Ne? Im Moment ist das noch sehr PowerPoint-stylisch aktuell. Genau, also wenn da für Leitfäden Interesse sind oder auch so, dass ich mal so ein bisschen im Detail zeige, wie man das macht mit den Folien, können wir gerne bei einem der nächsten Knowledge Jams mal eine Session dazu machen, wenn ihr wollt. Da noch Fragen oder Gedanken dazu? Einfach danke, das ist total spannend. Ja. Keine Ahnung, cool. Ob ich Zeit dafür finden werde, aber Lust habe ich. Ja, ja, ich habe schon überlegt, es gibt ja das Template Repository. Da würde ich jetzt im nächsten Schritt auch mal so eine Basispräsentation rein, ne? Dass da sozusagen auch schon eine Vorlage drin ist, weil man tut sich immer leichter, wenn man von irgendwas ausgeht, was schon da ist. Ne? Wer jetzt damit starten will, muss halt einfach entweder in das LernOS-Repo oder ins Podcasting-Repo und sich da dieses Slides-Verzeichnis rauskopieren. Ne? Aber das kann man noch ein Stück angenehmer machen. Genau, so, dann haben wir den Dennis. Der Dennis hat eine Idee für einen ziemlich neuen und spannenden Lernpfad oder Leitfaden. Und ich würde dir die Bühne geben, Dennis, dass du mal ein bisschen berichtest, was da die Gedanken sind. Okay, darf ich hier auch was sharen? Ja, müsstest du. Warte mal, ich kann raus. Oder siehst du den Share-Button nicht? Ja, doch. Ja. Ich habe es gerade. Es müsste. Jetzt bin ich natürlich genau auf dem Falschen. Aber ich bin genau auf dem Falschen. Klar, Moment. Ich muss noch mal ganz kurz wieder zurück. Schönes Büro, in dem du da sitzt. Ja, das ist die Stuttgart Connectory. Also. Ja, okay. Ja. Ich auch schon so, jetzt müsst ihr das sehen. Also die Idee, ich arbeite schon eine ganze Weile, so im Hintergrund, ich arbeite schon eine ganze Weile jetzt an diesem Innovationsmanagement-System, bin auch in der Ausschussgruppe von der DIN und arbeite gerade da mit quasi, um das weiter auszubauen. Und der Stefan Lappenath vom HRPI, der hat mich dann auf die Idee gebracht und hat gesagt, da sind doch so viele Inhalte dahinter, das kann doch kein Mensch alleine alles beschreiben. Und außerdem muss da vieles davon doch auch geshared werden im Sinne von Best Practices. Und warum machst du das nicht mit dem Simon Dückert als LernOS-Ansatz? Und ich so, wir sprechen gerade mit dem Simon Dückert sowieso über auch unsere Digital Business Learning Journey von Bosch. Eigentlich keine schlechte Idee. Ich kann ja mal den Simon anpingen und mal hören, ob er das auch als gute Idee findet. Und dieses Bild hier habe ich jetzt einfach mal aufgelistet, weil ich sage, das sind die, und es gibt ein paar unterschiedliche Strukturierungsmöglichkeiten. Also das ist jetzt mal eine, die wir gewählt haben. Wir haben das ganze Innovation Management System jetzt einfach mal in diese 16 Cluster strukturiert und das ist so ein bisschen eine Reihenfolge, also man fängt dann eben an mit der Innovationsstrategie, mit der Vision,
welche Ziele, wie definiert man Ziele, wie macht man eigentlich Performance-Evaluierung und Monitoring, wie definiert man Innovationsportfolios und so weiter und so weiter. Es sind jetzt hier 16 verschiedene Blöcke. Und hinter jedem dieser Blöcke steckt halt mehr oder weniger viel Komplexität und mehr oder weniger viele Best Practices, Good Practices, Ideen, wie man das strukturieren kann, gegebenenfalls dann irgendwann auch Tools, wie man das aufbaut, vom Ansatz her, vom Prozess. Und das, was momentan passiert eigentlich in fast allen Unternehmen ist, dass du eben, wenn du jemanden kennst aus einem anderen Unternehmen, dann rufst du halt da an und sagst, können wir uns mal austauschen, wie macht denn ihr eigentlich Innovationsportfolio? Und dann gehe ich zum nächsten, frag da nochmal und dann gehe ich zum übernächsten, frag da auch nochmal und dann habe ich so drei Meinungen, habe irgendwie selber irgendwie was im Kopf und dann baue ich halt irgendwas. Aber es gibt eigentlich zu diesem gesamten Kontext, es gibt wahnsinnig viel irgendwo, was irgendwo rumfliegt in irgendwelchen Blogs von irgendwelchen Firmen, die da was machen. Aber es gibt eigentlich keinen wirklich strukturierten Ansatz über genau diese Struktur. Und diese Struktur ist relativ neu. Die gibt es erst seit, so in der Form, erst seit Ende 2019 eigentlich. Und was für mich jetzt nochmal interessanter wird, ist, wir arbeiten jetzt in der DIN-Gruppe weltweit jetzt mit wirklich in einem weltweiten Verbund gerade dran, eine 56.001 aufzubauen und die setzt dann ein Requirements Management auf. Und dieses Requirements Management ist dann tatsächlich auch auditfähig, auditierbar und wird für viele Firmen, sag ich mal, eine neue Erfahrung sein, weil wenn zum Beispiel öffentliche Ausschreibungen zu irgendwelchen Innovations- oder Forschungsprojekten kommen, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man irgendwann diesen Checkmark braucht, dass man ISO 56.001 zertifiziert ist. Und jetzt kann man sich natürlich als Großunternehmen dann irgendwann die teuren großen Beratungen einkaufen, die einen dann quasi zertifizierungsready machen. Aber gerade die kleineren Unternehmen können das vielleicht nicht. Und da kann man sicherlich beratungstechnisch auf der einen Seite helfen und unterstützen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, würde auch viel mit Hilfe zur Selbsthilfe gehen. Und es gibt wahnsinnig viel Wissen dazu, was aber so verteilt und so distribuiert ist, dass, genau, als wir darüber gesprochen haben, Simon, habe ich so gedacht, eigentlich, also wäre das doch was, was man in dieses Format packen könnte. Ja. Aber ich bin natürlich mit meiner Kapazität auch nur so ein kleines Lichtchen. Und jetzt dachte ich, ihr habt eine super Community, die ist groß. Da gibt es bestimmt auch Leute, die in diesem Kontext Bock haben. Und wenn man da was anfangen könnte, ich finde die Methodik super. Jetzt gerade die 10 Minuten, die du da was erzählt hast zu diesen Folien, da habe ich gedacht, wie geil. Habe ich aber, muss ich auch mal gucken, wie ich das zeitlich mache. Aber jetzt mit einem konkreten Inhalt da mal reinzugehen, ja, hätte ich echt Bock drauf. Und das war so ein bisschen der Impuls, den ich geben wollte und wollte von euch mal hören, ob das was ist, was wir perspektivisch aufsetzen können. Und wir sind eigentlich gerade genau an dem Zeitpunkt, wo es Sinn macht. Weil momentan, wenn du bei LinkedIn oder sonst irgendwo guckst, siehst du zu IMS und ISO 56.000 kriegst du noch nicht so viele Treffer. Aber sobald das Requirements Management draußen ist, werden wir sehen, dass das Thema ziemlich schnell hochpoppen wird. Man sieht es auch daran, dass die großen Beratungen wie Capgemini, Invent, Ernst & Young und Co. gerade dabei sind, in quasi Consulting Practices zu diesem Thema aufzubauen. Also die haben auch schon erkannt, dass es da bald was gibt, was sich lohnt zu beackern. Also ich finde es super, super geil als Thema, weil ich sag mal, mit den Themen Wissen und Lernen holt man immer so das Top-Management nicht so richtig hinterm Ofen vor. Ne? Da sagen irgendwie alle, ja, das ist wichtig und muss man machen, aber das macht schon irgendjemand in HR oder wo auch immer. Und Innovation, so im Sinne von neues Wissen kreieren, ist was halt Sex-Appeal hat quasi. Und da macht halt jeder so irgendwas. Ne? Der eine macht ein bisschen Design-Thinking, der andere macht ein bisschen Vorschlagswesen und deswegen finde ich das das würde total weiße Fläche füllen, die wir da im Moment haben. Also ich fände es super. Und es handelt dadurch, also bisher war es ein bisschen schwierig, weil es gab eigentlich nicht die eine Struktur, die man drüberlegen konnte, wo man sagt, wenn du die Kapitel alle abgearbeitet hast, dann hast du eigentlich alles mal angeguckt. Ja. Ja.
mit der ISO-Norm, die ist jetzt über 10 Jahre entstanden. Da sind Experten aus der ganzen Welt dran gewesen. Ich würde mal behaupten, da hast du zumindest mal jedes Thema beleuchtet. Du hast vielleicht nicht in jedem Thema jeden Aspekt und jedes Programm und jede Methode beleuchtet, die es da vielleicht auch noch gibt. Das wäre dann sowas, was ich mir übers LernOS dann ein bisschen wünschen würde, dass man dann irgendwann tatsächlich sagt, hey, und habt ihr schon gesehen, da gibt es dieses Design Thinking und dieses Spark Canvas und Design this und jenes. Ja. Das kommt dann irgendwann hoffentlich. Und dann kann man aus dieser Vielfalt heraus dann was machen. Aber zumindest von der Struktur her hätten wir jetzt mal den Rahmen, wo man sagen kann, so könnte das von der Struktur her eigentlich aussehen. Und das ist basiert auf etwas, was jetzt 10 Jahre lang erarbeitet worden ist. Ja. Nur gibt es zu den Aspekten relativ wenig, was man strukturiert gerade nutzen kann. Das ist ja eigentlich auch genau die Story hinter dem Motto vom LernOS Convention. Ne? Return of Knowledge Management heißt sie deswegen, weil jetzt die ISO 30401 Norm draußen ist, die genau dieses Framework aufspannt, ne? Und sagen, das ist aus den letzten Jahrzehnten das geronnene Wissen, wie man es tun sollte. Ne? Also ich fände es super. Aber gern, wer noch was sagen will dazu, auf eine Bühne. Genau. Also erstmal danke fürs Teilen. Es liest sich total interessant. Nochmal zu meinem Verständnis. Dafür gibt es überall, also der Content ist schon da dafür, oder? Es geht quasi darum, das in eine Form zu bringen, oder? Oder geht es auch darum, noch Beispiele zu finden? Also ich sage mal so, es gibt auf der Welt eine Menge Content und es gibt mit Sicherheit auf der Welt schon fast zu jedem dieser Aspekte Good Practices und Best Practices. Die sind aber in der Regel hidden. Also die sind nicht transparent verfügbar. Es gibt mit Sicherheit aber auch noch Dinge, die noch eher weiße Flecken sind, wo man sagt, hey, da haben wir eigentlich noch nicht wirklich viel. Da müsste man noch mal ran. Also das ist zum Beispiel das, was wir jetzt gerade versuchen bei uns. Wir versuchen gerade so eine Art Maturity Assessment zu machen, um mal zu gucken, wir gehen mal über alle Themen drüber und gucken mal an, wo sind wir eigentlich schon ganz gut unterwegs und wo fehlt uns noch was. Das ist dann aber ein spezifisches Bild für unser Unternehmen. Das ist jetzt nicht zwingend das, was quasi flächig das Gleiche sein muss. Fakt ist mal, es gibt mit Sicherheit niemanden gerade, der flächig über diese gesamten Strukturen hinweg das breite Wissen irgendwo transparent verfügbar gemacht hätte oder verfügbar hat. Jeder hat so seine Schubladen, in denen er bestimmte Aspekte halt liegen hat, aber ein paar teilen das dann mit Blogs oder mit irgendwelchen Artikeln in irgendwelchen Zeitschriften oder sonst irgendwas, aber an einer Stelle gibt es das nicht. Also insofern, um deine Frage kurz zu beantworten, würde ich sagen, es gibt einen Großteil des Wissens, aber vieles davon ist nicht transparent auffindbar. Ja, eigentlich, sag mal, ersten Schritt könnte das so sein, mit den Worten des Content Curation Guides gesprochen, sozusagen entlang der Struktur der ISO-Norm mal zu kuratieren, was schon da ist und Leute darauf zu pointen quasi, könnte ein erster Schritt für eine Version 0.1 sein zum Beispiel. Ne? Ja, und was ich halt super finde, Simon, als du uns das vorgestellt hast, das mal in einer gleichartigen Art und Weise aufzubereiten. Weil ja, selbst wenn es das schon irgendwo gibt, jeder hat dann eine komplett unterschiedliche Art und Weise, dann das aufzuschreiben. Und dann musst du dich durch ellenlange Artikel oder sonstiges durchwühlen, bis du dann diese drei Aspekte gefunden hast, die dich jetzt wirklich interessieren. Ja. Und wenn ich mir quasi euer Format vorstelle und sage, hey, das alles, alle diese Chapter kommen immer in der gleichen Struktur und ich suche zu einem ganz bestimmten Punkt was, dann gehe ich da rein, weiß genau, ich muss im dritten Absatz gucken und da finde ich genau diese Information, da bin ich halt wahnsinnig effizient. Und das so als Library zu nutzen, fände ich, also ich fände es einfach, und ich finde, es ist einfach Wissen, dass das sollte, wenn wir uns weiterentwickeln wollen als Gesellschaft hier und das, dann sollte das öffentlich verfügbar sein. Das sollte kein Herrschaftswissen sein. Ja. Das ist einfach meine Meinung. Das würde sich super an so Innovationsstandort Deutschland und solche Themen auch die Regierung andocken lassen, ne? Die EFI und so. Adi, du hattest auch ein Mikro noch aufgemacht, glaube ich. Ja, ich überlege ganz einfach, ich meine, für mich würde ich jetzt mal sagen, ist eher die existierende Community rund um die 56.000 doch eigentlich diejenigen, wo man vielleicht ein paar Menschen identifizieren kann, die so unterwegs sind wie du, Dennis. Hm? Und dass es dann hier Menschen gibt, die das Ganze unterstützen und ich sage jetzt mal technisch dazu, das ist da sehe ich jetzt eher Chancen in dieser Community bei uns. Wie schaut es denn da aus, deiner Ansicht nach?
Also die 56.000er kommen. Die 56.000er. Ja, die, also ich glaube, es gibt schon ein paar. Das ist leider wieder so ein Punkt. Deutschland ist da relativ dünn unterwegs. Es gibt andere Länder, Schweden zum Beispiel ist da sehr aktiv. Da gibt es sehr viele Leute, die sich damit beschäftigen. Community ist relativ groß. USA gibt es was, in Japan gibt es was. Mhm. Aber in Deutschland sind wir da eher relativ klein unterwegs. Ja? Also, aber es gibt durchaus was. Also, und über diese über den DIN-Ausschuss habe ich da zumindest ein paar Leute, wo ich sagen würde, die könnte man zumindest mal aktivieren. Darüber hinaus im Netzwerk gibt es natürlich noch den einen oder anderen, wo ich auch sagen würde, der sich damit schon beschäftigt, den könnte man da sicher auch aktivieren. Ja. Aber uns, also ich sage mal, das, was fehlt, und das sehe ich als Baustein, es fehlt halt ein schon erprobtes Format, wie man das sinnvoll macht. Weil ich will jetzt keine neue Webseite aufbauen, wo ich dann anfange, irgendwie eine Struktur zu hinterlegen und dann lege ich da irgendwelche Artikel ab oder so. Das könnte man ja jetzt, wenn man sowas wie LernOS nicht schon hätte, könnte man jetzt auf die Idee kommen, das zu machen. Ja, das wäre jetzt im ersten Schritt so ganz analog, wäre das ja auch mal ganz okay. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was wir wollen. Ja, was ich überlegt hatte, wir haben ja diesen, weiß nicht, ob du den kennst, ob ich dir den Link mal geschickt hatte. Es gibt ja dieses LernOS Template Repository. Na, das ist quasi ein Repository. Das ist auch in Template-Mode geschaltet. Das heißt, wenn man einen neuen Leitfaden macht, ist es sinnvoll, von dem auszugehen. In dem pflegen wir eigentlich immer den Stand der Spezifikation auch. Und da drin liegt im Prinzip ein Leitfaden, der heißt dein eigener LernOS-Leitfaden in einem Sprint. Ein Sprint ist ein bisschen weit geschossen, also in der Regel braucht man zwei, aber in zwei geht's. Und was wir da gemacht haben, weil mich hatten immer Leute gefragt, ne, Hardy und alle anderen, wie geht das mit GitHub, wie soll man das schreiben, wie ist die Struktur, wie ist das Inhaltsverzeichnis, und dann hatte ich hier einen Blog und da einen Blog und da einen Tweet, und dann habe ich irgendwann mal angefangen, diesen Leitfaden zu machen, und da dann auch so aus den Erfahrungen der Leitfadenteams, ne, da ist so ein Lebenszyklusmodell drin, wo man sagt, von der Idee über, wie finde ich das Ziel, der wird erstellt, der wird veröffentlicht, wie pflege ich den, wie fasse ich den aus. Ne, einfach mal alles reingesammelt, was wir so haben, und jetzt kommt so ein bisschen der Knackpunkt, der ist eigentlich noch nie an einem Leitfaden ausprobiert worden, sondern das ist nur retrospektiv die Erfahrung aus all den anderen. Ne, und bei so einem wichtigen Thema wie Innovation könnte ich mir vorstellen, dass man zwei Teilteams auf die Beine stellt. Eines, was sagt, wir wollen eigentlich jetzt einen Push, eine Verbesserung in diesen Template-Leitfaden bringen und sagen, wir ziehen das mal mustergültig auf, wie man das macht. Und da gibt es dann auch Support für mit dem GitHub und dem Markdown und so weiter. Und auf der anderen Seite sucht man Leute, die quasi das Inhaltliche beisteuern und sagen, wie kriegen wir jetzt die Normstruktur auf die Leitfadenkapitel gemappt und was sind eigentlich die wichtigen Links, die da draußen sind oder so. Und hätten dann so eine Gesamtstory quasi, Template verbessert. Wenn neue Leitfadenteams kommen, kann man denen das in die Hand geben und kann sagen, schaut mal her, hier haben wir das beim Innovationsmanagement-Leitfaden gemacht. Das sind die Erfahrungen. Hier ist ein Podcast mit den Erfahrungen. So, da würde irgendwie ein cooles Paket entstehen. Ja, und zum Inhalt da nochmal, bin gerade dran mit einer Firma in Hannover, Innotonic, und die haben Maturity Assessment zusammen mit der Uni Hannover zusammen entwickelt, genau quasi auf der Struktur aufbauend. Und ich habe mit denen gerade diese Woche gesprochen am Dienstag und könnte mir gut vorstellen, dass die, was die inhaltliche Seite angeht, echt Bock drauf hätten. Ja. Und da sind ein paar Leute dabei, die hätten genau wie ich wahrscheinlich Bock, diese Technik am konkreten Beispiel mal zu lernen. Weil ich sage mal, theoretisch mich jetzt mit der Technik auseinanderzusetzen, bringt mir jetzt nichts. Ja, ja, aber wenn ich jetzt ein konkretes Projekt habe, wo ich dann Markdown und solche Sachen lernen könnte nebenbei, weil ich habe von dem Ganzen, was du da erzählt hast, null Ahnung. Aber interessieren tut es mich. Aber eben rein jetzt theoretisch das zu lernen, bringt ja nichts. Aber wenn man jetzt so einen Leitfaden anfangen könnte und dann sagt, und ich wäre ein super Beispiel, glaube ich, weil ich würde dann wirklich bei null anfangen. Und ich könnte das dann wirklich als Test-Dummy quasi nutzen und dann sagen, sorry, aber ich habe das jetzt gelesen, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich es machen soll, weil versteht es einfach nicht, was ihr in eurem Leitfaden geschrieben habt. Wäre ich ein guter Testnutzer. Ja, der Hardy nickt weise, weil er quasi den Weg von Markdown und GitHub Padawan zu Jedi-Ritter schon gegangen ist. Und er lebt noch und er lacht noch, das kann so schlimm sein. Er lacht noch, genau. Nicht in allen Meetings, hat man gleich laut gelacht, aber
Genau. Nee, cool. Ich würde vielleicht vorschlagen, ich fasse es mal in einem Blog auf Connect zusammen, dass wir so eine Anlaufstelle haben, wo Leute sich rühren können, die gern mitmachen wollen würden. Mir fallen auch sofort irgendwie bei Organisationen, mit denen wir zu tun haben, Leute ein, die im Innovationsmanagement sind, für die das spannend sein könnte. Und dann kann man mal ein bisschen skizzieren, wenn man weiß, wer hätte da Bock mitzumachen, machen wir vielleicht mal so ein initiales Treffen, um zu schauen, wie könnte das konkret aussehen. Ne? Also wo könnte man irgendwie diese Erstellung, Strukturierung, also diesen Flow quasi zur Erstellung, den ich gezeigt habe, in den Kalender bringen. Ich finde es auch immer nicht schlecht, wenn man sagt, man nimmt sich mal vor, jetzt kann ja eine erste Version in 01 sein und sagt, die ist halt bis Ende des Jahres mal da, dass man so ein bisschen Zeitdruck hat, ne? So 6 Monate genau. Als Maximum, da können sich viele committen, wenn man sagt, das dauert 2 Jahre oder so, das ist immer schwierig. Ne? Ja, und ich glaube, das ist auch okay. Also man muss ja nicht in jedes Detail jetzt schon im ersten Ansatz haben. Ich glaube, wenn man das dann etabliert, wäre es gut. Und wenn wir so einen ersten Termin machen, finde ich es gut, dann würde ich auch ein paar Leute aus meinem Netzwerk mit dazu nehmen, wo ich auch glaube, dass die da Bock drauf haben. Und dann kann man einfach sehen, was können wir uns sinnvollerweise vornehmen. Und das ist immer so, ich vergleiche es immer beim Anfang, da können ruhig 20, 25 dabei sein. Das ist wie so der Teller Spaghetti, den man an die Wand wirft. Ne? Der Großteil fällt runter, aber es bleiben die 5, 6 Spaghetti übrig, die den Leitfaden dann durchziehen. Die Marianne hat die Hand noch gehoben. Ja, also ich wollte dich bitten, dass du diesen Leitfaden noch mal kurz in den Chat stellst, den Link, das wäre klasse. Das Template? Template-Leitfaden meinst du? Ja, wie erstelle ich einen Leitfaden? Genau, ne? Das wäre klasse. Ja, und das geht ja so ein bisschen in diese Richtung. Wir vom Autorinnen-Team Lern als Leadership hatten gedacht, das wäre cool, wenn, also wir haben nicht nach dem Leitfaden gearbeitet, ne? So, und weil er schlecht ist oder weil ihr ihn nicht kanntet? Ich glaube, das Letztere, ne? Okay. Und da waren auch so ein paar Sachen, ne? Zum Beispiel, also wenn man nicht so technisch drauf ist, ne, dann ist einem das erstmal nicht so klar, was das mit diesem Markdown und so eben anbelangt. Und also ich verstehe jetzt erst im Nachhinein, was das bedeutet, ne? Und von daher also die Idee. Andererseits, so wie wir unseren Leitfaden erstellt haben, ist das auch cool gelaufen. Also wenn ich jetzt denke, wie viele Pilotteilnehmer wir gewonnen haben. Also von daher so die Idee, dieses Wissen auch einzuspielen in diesen Leitfaden und daran weiterzuarbeiten. Ja. Ne? Also Es gibt natürlich nie den einen Weg. Ne? Ich sehe dieses Template auch eher als so eine Sammlung von Good Practices. Und es ist für Leitfadenteams gut, wenn sie wissen, was hinten rauskommt. Ne? Also wir hatten jetzt so ein paar Beispiele, wo halt lange in OneNote geschrieben wurde oder in Word oder in Google Doc und dann hat man halt irgendwie 2 ziemlich schmerzhafte Wochen am Ende. Mhm. Wenn man jetzt sagt, das ist für uns trotzdem einfacher und wir akzeptieren halt die schmerzhaften Wochen, dann ist das auch gut. Aber die Entscheidung kann man halt als Team dann informiert treffen und die überrascht einen nicht am Ende. Ne? Dass man sagt so, eigentlich ist das Lektorat jetzt durch. Wo ist der Knopf, wo wir auf Veröffentlichen drücken? Und dann stehen da aber noch 2 Mann- oder Frau-Wochen Arbeit dazwischen. Ne? Das ist halt frustrierend vielleicht. Ja, aber ganz klar. Da können wir auch gucken. Also ich würde auch gerne bei einem dieser Knowledge Champs mal so eine Session machen, wo wir einfach sagen, wir gehen mal diese einzelnen Stationen in diesem Template-Leitfaden durch und aus allen Leitfaden-Teams spiegeln wir mal dagegen. Hier gibt es noch den Tipp, hier gibt es noch den Trick, hier sind wir auf die Idee gekommen, das ist falsch, müsste anders sein. Ne? Also da ist weit davon entfernt, dass der in Stein gemeißelt ist. Ja, Simon, genau das war jetzt die Idee. Ich hätte schon diese Session eingestellt, wenn nicht diese 2 anderen Session schon drin waren. Und ich bin jetzt heilfroh, dass ich es nicht gemacht habe, weil erster Ansatz wäre ja mal, wir schnappen uns dieses Template und gucken dann mal, was haben wir gemacht im Autorinnen-Team LernOS Leadership und dann mal so eine erste Rückmeldung zu machen. Genau. Und ich würde mich riesig freuen, weil genau das brauchst. Also dann diejenigen, die schon Leitfaden erstellt haben, ne? Dass die dann in der Session mit dabei sind und dass man das anreichern kann. Ja. Ne? Und es gibt nicht nie den einen Weg, aber es gibt einfach
einfach Sachen, die einem doch das Leben leichter machen, ja, würde ich mal sagen. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal, würde ich das als eine Session mal eintragen. Ich könnte mir vorstellen, wir machen so ein Concept Board, wo wir wie so eine Matrix, ne, auf der einen Dimension sind die einzelnen Kapitel oder Schritte in dem Template-Leitfaden und quasi auf der anderen Achse haben wir die einzelnen Leitfäden. Dann schicke ich das einmal an alle Maintainer. Wer Lust hat, kann da schon ein paar Post-its reinkleben. Und ansonsten nutzen wir die Session, um es halt einmal durchzusprechen und dann live zu dokumentieren. Und das kann ja auch sich anreichern im Laufe der Zeit dann. Sehr schön, super. Also danke dir, Dennis. Ich kann auch nicht zählen, weil ich glaube, dass da gibt es nämlich wirklich viele Pfade dadurch, die einzelnen Menschen das Leben sehr leicht machen kann, die einfach davor zurückschrecken, in dieses ganze Ökosystem mit GitHub reinzugehen. Und da glaube ich, habe ich etliches zum Beitragen. Ja, bin dabei. Also ich meine, da sind wir so ein bisschen bei dem Thema Innovation auch. Ne? Ich würde, wenn ich Vorträge halte, sage ich es immer dazu, dass wir das nicht einfach in Google Doc oder so schreiben, ist so Teil unserer Hidden Agenda, einfach die Leute wirklich mal tief in so einen Digitalisierungstopf auch fallen zu lassen, ne? Und zu sagen, ich male nicht nur PowerPoint-Folien und schreibe da digitale Transformationen drauf, sondern obwohl ich eigentlich nur Content mache, arbeite ich halt auch mal wie Leute, die wirklich in digitalen Geschäftsmodellen arbeiten. Ne? Und ich wische nicht nur auf der App rum, sondern ich baue die App im Rahmen der Möglichkeiten quasi. Ne? Und deswegen ist das was, da gibt es noch nicht viel Support, weil da noch nicht viel Fokus drauf war, aber in die Richtung muss man auf jeden Fall gehen. Cool, so, dann haben wir das. Da schreibe ich den Post, habe ich mir notiert. Dann vielleicht noch ganz kurz mal auf die Uhr schauen. Wir haben noch 6 Minuten. Ganz kurz zu dieser Verfügbarkeit der Wall-Guides oder des Wall-Guides. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Es gab ja diese Änderung zum 25. Februar, dass quasi die WOL-Workbooks alle nicht mehr verfügbar sind. Also John hat die bei sich auf der Webseite komplett depubliziert. Die sind alle weg. Und man kommt quasi nur noch über die Community und das Registrieren mit einer E-Mail-Adresse da dran. In der Session können wir das ein bisschen weiter austreten. Also meiner Meinung nach, und da habe ich auch einen Blog geschrieben, der so ein bisschen rantartig war. Ich finde, das ist eigentlich genau die falsche Richtung. Aber ich meine, Katha und Sabine haben wir alle kommentiert. Das ist irgendwie Johns Content und ist sein Geschäftsmodell. Das muss er wissen, was er damit macht. Ich finde es nicht gut, aber muss sich nicht für meine Meinung interessieren. Wer will, kann da den Blog mal durchlesen. Da habe ich versucht, das alles ein bisschen zusammenzuschreiben. Und jetzt ist halt die Frage quasi, wenn man sozusagen den Guide noch braucht, was gibt es denn für Möglichkeiten und irgendwie nicht viel Geld zahlen will oder nicht seine E-Mail-Adresse abgeben will und vielleicht mit einer älteren Version des Guides zufrieden ist, was gibt es da für Möglichkeiten? No, und da hatte ich mal, das war bei uns im Wiki, das kann ich auch noch in den Post reinpacken, ich hatte auf der einen Seite mal so einen Wall-Guide-Versionsvergleich gemacht, da werde ich jetzt mal noch die 3.5 ergänzen. Aber da ist im Wesentlichen mal verglichen, was hat sich eigentlich geändert von den 4er-Versionen bis zu der aktuellen. Die aktuelle hat, glaube ich, gar keine Versionierung mehr. Ich habe die mal 7 genannt, weil es ist sozusagen der Evergreen, der nach der 6 kam. Na, also hier so eher das Inhaltliche, was hat sich von den Übungen geändert. Und wenn man da so drüber liest, stellt man fest, ist eigentlich gar nicht so viel. Also das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, ein Buch oder ein Theaterstück, was vielleicht 10 Jahre alt ist, aber trotzdem noch gut ist. No, das heißt nicht irgendwie, dass man das wegschmeißen muss, wie eine Banane, die 10 Jahre alt ist. No, und da war halt die Überlegung sozusagen, kann man nicht aus einer der alten Versionen was machen, was man trotzdem noch verwenden kann, was man zum Beispiel privat oder, das haben ja auch viele Meetup-Maker geschrieben, ne? Wenn ich jetzt so ein Meetup mache in meiner Freizeit und dann kommen die Leute, dann muss ich sagen, ja, ihr müsst das entweder kaufen oder ihr müsst euch halt mit E-Mail registrieren. Das ist natürlich für die Meetup-Maker nicht so toll. Ja, und da hatte der Magnus mich darauf hingewiesen, ich weiß nicht, wer von euch das Woll-Wiki kennt, der Magnus macht ja dieses Woll-Wiki, der hatte hier die alten Versionen konserviert, also gibt es so einen Eintrag, Woll-Guides, und da hat man halt hier die Version 3, die 3.5, die 4.0.1, die 4.5, so und ab der 5, mit Magnus sprechen, ich glaube, das ist gar nicht ganz sauber. Also die dürfte man, glaube ich, weil da war der Switch auf Copyright. Weiß ich gar nicht, ob man die publizieren dürfte. Und ab der 6 sind die halt nicht mehr da. Da gibt es dann nur eine Beschreibung noch dazu. So, und der Gedanke war quasi, na, wenn ihr euch die Versionen mal anschaut, also die Lizenzen besser gesagt, die 3.0.1 ist die Version, die nur für die ersten 4 Wochen Übungen hatte. Die 3.5 ist der große Schritt, quasi hin zu, jede Woche hat eigene Übungen. Ne? Also das ist sozusagen am nächsten an der Version, wie es heute ist.
Und der Sprung auf die 3.5.1 war hier eine ganz kleine Änderung in der Lizenz. Also das heißt, wer sich mit den Creative Commons Lizenzen mal beschäftigen will, ich habe die hier verlinkt. Na, das heißt, wenn ihr hier draufklickt, lest ihr, was man damit machen darf. Ja, und das heißt, mit dieser Non-Commercial Share-Alike, die darf ich quasi verteilen, die darf ich anpassen, wenn ich sie sozusagen attribuiere, also sage, wo ich es her habe. Wenn ich es nicht kommerziell nutze, für Firmen ist es keine Option. Wenn ich sie verändere, muss ich sie unter gleichen Bedingungen wieder publizieren. Ja, das sind die drei Bedingungen, die da dranhängen. Ja, und man sieht jetzt hier die 3.5.1, da hat sich es geändert auf Non-Derivative. Das heißt, hier darf ich den Inhalt nicht mehr ändern. Ja, Non-Derivative heißt, das macht zum Beispiel Statista mit den Statistiken, die machen eine Kurve und wollen nicht, dass jemand die Kurve verändert. Ja, das heißt, hier ist Non-Derivative-Flag drin. Das heißt, ich darf es nicht modifizieren. Ich darf es nur 1:1 so verwenden. Das wäre jetzt für eine Adaption oder damals, als wir den LernOS-Guide, den Boll-Lernpfad gemacht haben, keine Option gewesen, weil wir bei den Zielen zum Beispiel OKR eingebaut haben und das darf ich nicht, wenn Non-Derivative halt draufklebt. Also das heißt, da ist so ein Gedanke bei mir jetzt, dass man sozusagen aus der 3.5er eine Version macht, die man halt konserviert, dass sie da bleibt, dass sie nutzbar bleibt für private Nutzung, für nicht kommerzielle Nutzung. Und die könnt ihr euch jetzt, wie ich es gezeigt habe, ne, entweder in dem Woll-Wiki runterladen, das sind die hier verfügbar, die einzelnen PDFs, kann man sich mit PDF-DK in einen PDF zusammenbauen. Und wo ich gerade dran bin, weil ich auch da irgendwie die Web-Version schicker finde, ich habe quasi den Inhalt von dieser 3.5er mal in Markdown-Format überführt, also das ist quasi der Woll-Guide in der 3.5 in dem Format. Sieht man auch schon hier durchproduziert, PDF, HTML und so weiter. Na, und da kann man jetzt mit dem MCAT-Docs, wo wir arbeiten, ich kann euch das mal lokal zeigen, wie ich jetzt hier auf Localhost Port 8000 gehe, da kriegt man dann sowas. Na, da kriegt man hier Getting Started, da kriegt man hier die Exercises mit den Wochen. Das ist alles noch nicht fertig. Na, da muss man noch mal gucken, da sind viele Links kaputt innen drin, da muss man mal einen Link-Checker drüber laufen lassen und so. Da hatte der Alex Kluge ja darauf hingewiesen, dass die PDF-Version bereitzustellen doof ist, weil dann viele Links kaputt sind, dann taugt das von der Qualität irgendwie nicht. Ne? Also das würde ich noch gern korrigieren. Und ich bin so ein bisschen rechtlich gerade noch am Überlegen. Ne? Also ich vermute, dass man den Guide dann nicht Woll-Guide nennen darf, weil urheberrechtlich darf man es sozusagen wegen der Creative Commons Lizenz, markenrechtlich darf man es wahrscheinlich nicht, weil Working Out Loud geschützt ist. Das ist der eine Punkt. Und ich werde es wahrscheinlich auch nicht unter dem Cognion-Repo, also nicht da, wo die LernOS-Leitfäden sind, veröffentlichen, weil das theoretisch als eine kommerzielle Nutzung schon wieder gilt, weil das für uns so geschäftlicher Vorteil sein könnte. Also wahrscheinlich werde ich das unter einer Privatadresse mit einem Privatrepo machen, sodass das ganz klar nicht kommerziell ist. Aber das sind so rechtliche Feinheiten quasi. Na, das heißt, da könnte man dann eventuell auch wieder auf sowas per Web dann zugreifen. Ist aber Work in Progress. Ich schaue, dass das irgendwie bis zur LernOS-Convention irgendwie nutzbar ist und auch so diese formalen Sachen geklärt. Na, und da dachte ich, das war diese Session, wo ich vorhin gesagt habe, ne, da wollte ich heute mal ein bisschen drüber sprechen, was da vielleicht Anforderungen sind oder Ideen sind. Mache ich aber da auch das nächste Mal einmal verschoben. Na, und ich will so ein bisschen versuchen, diese ganze emotionale Kiste da rauszuhalten. Also ich bin da irgendwie nicht so, weiß nicht, da kriegt man ja wilde Sachen vorgeworfen und so weiter. Ich sehe das halt einfach so, es gibt eine Version, die ist unter einer Lizenz da, die sagt, was man damit machen darf. Und dann darf man das auch damit machen. Das ist so, wie wenn ich ein Buch im Antiquariat mir kaufe. Ne? Dann gibt es auch vielleicht eine neue Version. Aber die alte gibt es halt auch noch. Ne? Aber das ist halt, da ist halt viel, viel Emotion im Spiel. Genau. Ja, das zu den Guides. Weiß nicht, ob es da im Chat steht ein bisschen was. Ich hätte jetzt fast gesagt. Machen wir dann eher bei der Session beim nächsten Mal. Könnt ihr ja auch unter dem Blogpost oder so kommentieren, wenn ihr da Gedanken noch habt oder halt Ideen zu der Session. Und dann können wir jetzt gucken, dass wir noch einen kleinen Bio-Break dann haben für die, die in die Community Management Session wollen. Na, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich mache in der zweiten Runde was für die Leitfadenteams, die auf der LernOS Convention was machen wollen. Und ich habe gesehen, der Achim ist da, der wird uns bestimmt gleich erzählen, was in der Community Management Leitfaden AMA passiert. Vielleicht.
Ich habe noch eine Frage, eine technische Frage. Ja. Ja. Hast du über deine Kamera einfach ein transparentes Folie drüber geklebt? Oder wie hast du technisch gelöst, dass du heute in den ukrainischen Nationalfarben? Das ist OBS. Also Nutze quasi ja, OBS. Alles klar. Ja. Dann weiß ich Bescheid. Danke. Jetzt hat der Achim sein Mikro an. Hallo, danke, danke Simon. Wir haben ja gleich um 14 Uhr bis offiziell 14.45 Uhr unsere kleine Vorstellung zum LernOS Community Management Leitfaden. Wir haben es auch genannt Ask Us Anything. Also wir steigen tatsächlich ein mit einer kurzen Übersicht, was ist in dem Leitfaden drin, gehen mal einmal kurz den Lernzirkel durch und dann würden wir uns ganz darauf fokussieren, was für Fragen aufkommen. Wir hatten im Vorfeld schon gehört, dass es einige Lernzirkel vielleicht schon gibt. Also tatsächlich haben sich schon welche gebildet. Andere überlegen vielleicht noch. Und je nachdem, ob ihr oder die Teilnehmerin einfach interessiert seid, mehr darüber zu lernen oder ob sie schon in der Lernzirkelbildung sind, ich denke, das ist die Gelegenheit, einfach mal zu schauen, was bietet es für mich und zu fragen. Und mit uns, Hardy ist auch jetzt schon drin vom Autorinnen-Team und mit mir und dann mit den anderen auch in Kontakt zu kommen. Cool. Und ihr habt eine Teams-Einwahl, das ist eine andere als die jetzt, ne? Also wer da hin genau, mag. Die kann ich auch gleich hier nochmal in den Chat posten für Bequemlichkeit. Perfekt. Also die ist auch auf der Seite, wo ihr vermutlich diesen Knowledge Jam gefunden habt. Ja. Hyperlink kopieren. Hyperlink genau. Kopieren. Solange du den rüber kopierst, ich habe den Jochen noch und dann die Root und dann die Piwi mit Wortmeldungen. Jochen. Da. Ja, sehr gerne. Genau. Ich will es auch ganz kurz halten, weil zum Thema Working Out Loud habe ich ja auch ein bisschen Ahnung aus der Historie und ich wollte nur kurz dir mal danken, Simon. Ich finde, du hast das super zusammengefasst, was sich da entwickelt hat. Ich hätte es auch, ich unterschreibe alles. Und ich finde insbesondere, sonst hätte ich gar nichts gesagt, aber weil du am Ende nochmal gesagt hast, diese Emotionalität und Schärfe, die da immer reinkommt, da sehe ich dich als Vorbild, wie man sowas sachlich und fachlich fundiert und korrekt macht. Und deswegen auch nochmal danke von mir. Die Emotionalität kommt von anderen Leuten, aber von dir nicht und ich hoffe von mir auch nicht. Ja, gerne. Das freut mich. Das wäre auch so beibehalten. Merci. Die Ruth. Ja, hallo. Ich wollte nur sagen, ich bin in einem Lernzirkel zu Community Management. Wir hatten heute unsere zweite Sitzung. Ich habe jetzt aber um 14 Uhr einen anderen Termin und kann deswegen nicht dabei sein. Aber wenn das veröffentlicht wird, kann ich gerne im Chat nochmal was schreiben. Zeichnet ihr auf, Achim, zum Nachschauen hinterher? Ich weiß gar nicht, ob ich diese Funktion jetzt habe. Ich hatte die teilweise bei mir, weil das Teamslink kommt jetzt von mir. Also aber ich könnte, ich bin nicht weil ich sicher, will, ob ich die noch habe. Ach doch. Ich kann den Chat sowieso nicht sehen. Also das hilft gar nichts. Was ihr alles in den Chat reinschreibt, da habe ich keinen Zugriff drauf. Ach, in Chat jetzt, meinst du? Das heißt, du brauchst den Link, um gleich teilzunehmen? Nein, ich habe jetzt gleich einen anderen Termin, ich kann leider alles nicht dabei sein. Mhm. Okay, gut, also, danke dir. Vielen Dank und gutes Arbeiten. Dann haben wir die Piwi noch. Ja. Die Piwi nehmen wir. Hallo, genau. Also ich schließe mich dem Jochen an, Simon. Ich bin ja da von dieser Emotionalität das eine oder andere Mal auch betroffen, gerade aktuell auch wieder. Und genau, und kriegt da also durch dein Tun und durch die Lernhaus-Community irgendwie auch viel Kraft, das auch immer wieder souverän auszuhalten. So möchte ich es mal beschreiben. Das andere ist, ich kann heute Nachmittag nicht dabei sein, wenn es darum geht, die Lernhaus-Con vorzubereiten. Und ich wollte nur fragen, gibt es nochmal eine andere Gelegenheit? Mit Sicherheit. Wir sind ja früh dran, ist ja erst Juli. Ich will nur gucken, dass wir halt ins Orga-Team schnell die Wünsche irgendwie eingetaktet kriegen, dass das recht frühzeitig klar ist, was wir da brauchen. Aber ich werde auch alle, von denen ich noch nichts gehört habe, einmal nochmal durchtelefonieren oder mich anders im Chat melden oder so. Das ist kein Problem. Also das, was ich in der Vorbereitung mit organisieren kann, bin ich total gern dabei. Nimm das mit. Genau. Und wie gesagt, ich kann selbst nicht vor Ort sein, weil ich ich glaube in Österreich oder in der Schweiz bin, aber ich gucke, dass ich in jedem Fall online mich alles einbringe. Klar. Und in einem Orga-Team bin ich gern dabei. Ja. Tschüss, schönes sehr Wochenende. Sehr gut. Ciao, ciao. Okay, dann machen wir hier zu. Dann haben wir noch 3 Minuten Kaffeepause für die in Community Management kommen und wir sehen uns in einem Monat dann wieder. Macht's gut. Ja. Salut. Danke, tschüss. Danke, ciao.